Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind unterwegs beim Handeln. Ich glaube, wir sind in dieser Stadt, ne? Ja. Und müssen dann hier was tun. Das Spiel ist in Pause. Wollen wir erstmal beenden. Wir müssen gucken, was haben wir? Fast keine Ware bis auf den Honig hier. Den packen wir mal noch rein. Gucken, dass der Preis stabil bleibt. Hier haben wir. Oh nein, da brauchen wir gar nichts mitnehmen, das lohnt nicht. 140, da geht was, aber auch nicht viel. Müssen wir den Preis im Auge behalten, sonst verdienen wir nichts, ne? Das haben wir zuletzt immer wohl Schwierigkeiten gehabt, Plus zu machen, sozusagen, weil wir einfach was mitgenommen haben, ne? So, Baumstämme wären noch für 40 da. Ich habe auch Preise von 37 schon gesehen, also das lohnt sich nicht, überhaupt nicht, weil das ist auch zu wenig. Ja, die 7 können wir wohl mitnehmen. 240 ist schon ein hoher Preis. Der Durchschnittspreis ist 240. Ja. Konstantinopel erstmal zu Ende. Ich glaube, dann gehen wir hoch zu unserem Preslav, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Gut, da ist der Händler. Hier rein. Die 3 können wir gut verkaufen. 80, gucken wir, wie weit können wir alle verkaufen. Aber hier müsste man nicht verkaufen, hier muss man kaufen. Weil das hier produziert wird, ne? Obst. Verkaufen alles. Das müssen wir kaufen. Das können wir hier verkaufen. Das können wir hier kaufen. Aber es geht sofort hoch, bringt also nichts. Wie sieht es hier aus? Der Preis ist stabil bei 250. Die kaufen wir. Steine 40 ist schon teuer. Das hatten wir probiert. Ja, Getreide. Den Honig haben wir, glaube ich, gemacht, oder? Nee, geht noch. Können wir noch kaufen. So, hier. Da ändert sich sofort der Preis, bringt nichts. Gut. Dann geht die Reise nach Sofia erstmal weiter. Gucken wir mal, ne? Wie wir die Rundreise hier so bestreiten. Milos macht das schon. So, wir haben kein Bier. Achso, okay, das haben wir ja auch nicht. Hier können wir es verkaufen. 287, wir haben 250 bezahlt. Machen wir mal so. So, hier 73 können wir erstmal mitnehmen. Gut. Früchte 55. Nehmen wir auch mit. Ja, hier sind 37, können wir anders für 40 verkaufen. Das sind 3 Taler, das ist nicht viel, ne? Halte ich jetzt nichts von. Da haben wir schon gezogen. Wir haben auch nur noch 2 frei. Ja. Nehmen wir den Honig mit. Und dann ist gut. Dann nach Ala hin. Mit Freude. Ja, irgendwie 130.000 war das, was wir noch haben müssen, ungefähr. Jetzt haben wir ja Ware im Korb. So, hier haben wir Honig 2, können wir beide verkaufen. Das ist wieder Blödsinn gewesen, die zu kaufen, einfach aus dem Grunde, weil wir hier noch Honig kaufen können für den Preis, weil die produzieren hier. So, wir haben für 55 gekauft. Und können das jetzt hier verkaufen. Alles für
Preis von 68 machen wir auch. Werkzeuge haben wir für 250 gekauft. Machen wir mal für 300 was weg. Und hier haben wir für 73 gekauft. Machen wir auch so weg. So, dann können wir was kaufen. Die produzieren hier Eisen. Für 48 kaufen wir da doch was, oder? So, passt das schon. Produzieren hier Wolle für 60. Und wir sind schon wieder voll. Gut, okay. Dann geht's weiter. Von Ada gehen wir mal nach Athen. Das ist ein fremder Markt. Müssen wir nochmal gucken. Händler in der Stadt. Er ist auch in der Stadt. So, hier 134 können wir beide verkaufen. Machen wir. Da ist nichts mehr. Hier ist für 418. Wir haben für 250 gekauft. Können wir alles verkaufen. Haben wir für 60 gekauft, gibt es hier auch 60. Na, lass erstmal so. Haben für 73 gekauft. So. Haben wir für 48 gekauft. Machen wir so. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was wir hier kaufen. Und zwar die Wolle wäre für 60 zu kaufen. Machen wir. Hemden für 180. Kaufen wir. Dann haben sie hier Felle für 120. Und dann sind wir voll. Zwei Felle. Gut, dann hier runter. Nach da unten hin, zu Mystras. So, wir haben hier zwei, die haben einen Haufen. Das brauchen wir nicht loswerden hier, das bringt nichts. Hier haben wir für... Wir produzieren das hier. Gut, wir haben hier für 60 gekauft, können wir hier loswerden für 100. Und das für 73 gekauft. Ja, die 16 werden wir dann hier los. Für 48 gekauft. Hier gibt es 48. Dann werden wir die noch los. So, und dann kaufen wir ein. Für 120. Kaufen wir da ein, Salz für 110. Haben wir auch. Und den Fisch für 55. Dann sind wir voll. Ja, gut. Dann zurück nach Athen. Da weiter nochmal handeln, da geht bestimmt noch was. Haben wir jetzt auch andere Waren auf dem Wagen. So, das haben sie selber, haben wir für 118 gekauft, für 110 Salz. Können wir alles verkaufen, schön. Fisch haben wir für 55 gekauft, kriegen wir hier 60. Gut. Hier haben wir für 180, ja, das brauchen wir nicht machen, das lohnt nicht. 80 können wir hier was verkaufen. Machen wir. Die Kohle haben wir für 48 gekauft. Machen wir für 75 weg, ne? Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Und kaufen. Für 120 Felle. Und für 140 nehmen wir auch ein bisschen Bier. Wagen voll. Und das bedeutet Abreise nach Thessaloniki. Gut, jetzt haben wir 839. Jetzt müssen wir gleich gucken, was wir verkauft haben.
So, die haben Fleisch, ne? Aber wir verkaufen erst. Hier können wir Bier verkaufen jetzt. Bis 200 gehen wir. Sagen wir 201. Fälle haben wir für 119. Ne, so wenig Profit will ich nicht. 150 ist gut. Hier haben wir Stoffe für 180 gekauft. Hier gibt es 300. 140 oder 41 geht. Haben wir für 73 die Metalle. Die haben die hier ganz gerne wohl. Kommen auch Kohle für 48 gekauft. Können wir alles verkaufen. Gut, jetzt sind wir bei 872.000. Ne? Das ist nicht viel. Wir haben aber noch was auf dem Wagen. So ist ja nicht. Was können wir kaufen? Holz ist uninteressant. Fisch würde gehen. Ist aber auch nicht so interessant. Das Fleisch ist definitiv für 360 interessant. Ne? Und dann haben wir hier Salz für 120. Nehmen wir auch mit und dann den Fisch vielleicht noch. Bis der Wagen voll ist. Kann das sein? Ja, stimmt. Gut, dann sind wir da raus. Dann geht's nach Konstantinopel. Gucken wir, dass wir da noch was loswerden. Hier gibt's noch Ware zu finden wahrscheinlich. Sollten wir vielleicht einmal hingehen. Mit den Truppen, ne? Jawohl! Haben wir momentan besser so dran, ne? So, was macht unser Händler? 600, wir haben es für 360 gekauft. Gut, weg damit. 140, 110. Oh, das ist sogar noch billiger geworden. 200, wie viel nehmen sie von dem Salz? Passt. 100 Fisch, wir haben für 60 gekauft. 40. Nee, das ist genug, was die haben. Das bringt also nichts. Und das auch nicht. So, jetzt haben wir 900, also schon mal ein bisschen was gehandelt und wir haben noch Ware an Bord. Jetzt müssen wir was kaufen. Definitiv diese Felle, weil die sind gerade billig. Können wir vollen Wagen laden. Gut, das bedeutet, wir gehen nach Bursa. Und da können wir die Felle auch gut loswerden, glaube. So, das Fleisch geht hier nochmal weg. Fünf Fleisch, ja, okay. 234 Bier ist der Bestpreis. Da geht das ganze Bier drauf. 174, nee, das ist jetzt nicht so ein lukratives Geschäft, Fälle, obwohl doch. Machen wir bis 150. Ja, 148 geht auch. Salz 200. Nehmen sie alles. Fisch 100. Geht nicht alles. Aber einiges. Da geht einiges. Nämlich alles. 134. Sieht auch gut aus. Passt. Gut kaufen. Wir haben, glaube ich, den Dingens hier, die fünf Stück haben wir verkauft, obwohl die hier produzieren. Irgendwas fehlt denen hier ganz stark, dass die nicht produzieren können, ne? Den Honig für 80 kaufen? Ne. Ja, hier ist jetzt zum Kaufen nicht so dolle, ne? So, jetzt gehen wir runter nach Izmir. Da müssen wir sowieso wieder bessere Stimmung machen. Wir haben noch 7 Fleisch, die können wir hier loswerden, genau. Das müssen wir zukaufen hier wahrscheinlich. Fisch haben die genug, da ist kein guter Preis zu holen.
Hier haben wir noch 73 gekauft, 80 können wir es verkaufen, bringt uns auch nicht viel. Bisschen Stimmung müssten wir noch machen, ne? Aber 938.000, ich glaube, ne, würden wir auch nicht schaffen. Können hier erstmal noch einkaufen. Fisch wäre für 55 da. Dann haben wir schon voll den Wagen wieder, ne? 94 ist es. Okay, das kriegen wir aber dann aber auch hoch. Lass uns noch Ware da verkaufen. Im Bursa. teurer Spaß. Das ist Fälle 164. Ich glaube, letztes Mal war es hier 148 verkauft. Fisch geht. Komm, können wir auch noch ein bisschen mehr machen. Für 90. Und hier haben wir noch Kohle, Metalle. 434. 73. Ne, 100 ist das. Gut. Da sind wir, ne? Gehen wir nach Konstantinopel nochmal hoch. Gut, gucken wir uns da den Markt an. 112, nein. Wir haben für 55 gekauft den Fisch, dann können wir den hier loswerden. 80 ist ein guter Preis. Und ja, Metalle haben sie. 120 können wir noch bald kaufen. War auch nicht viel, ne? Zitrusfrüchte für 50. Kommen wir bei. Und dann sind wir wieder voll. Exquisit. Nächste Reise. Das ist konstant, da kann man meinen, die haben eine Hungersnot, ne? Ah, die ist vorbei, die Hungersnot. 200 Fälle. Lohnt sich. Fisch 100. Haben wir auch. Die Früchte für 100. Komplett weg. Nee. Erstmal hier 134. Können wir komplett verkaufen. Ja, dann sind nur noch die Waren an Bord. Und jetzt müssen wir wieder zukaufen. 250, nee, das ist nix. Kohle 48. 5 Zweier. Steine möchte ich nicht kaufen, Getreide können wir kaufen für 40. Hier der Honig, ja, da geht sofort hoch bei 80. Dann möchte ich den eigentlich jetzt nicht haben. Gut, fahren wir nach Konstanza gerade noch. Mal gucken, wie da der Preis ist. Ja, Fälle 200. Sind wir ein paar losgeboren. Fisch haben wir 55. Passt. Getreide haben wir für 40 gekauft. Geht hier für 68 weg. Passt. Und da ist nochmal zweimal Kohle, dann ist die auch weg. Kaufen kann man hier nichts. Alles gut. Lohnt sich nicht, ne? Ja, ziehen wir wieder runter, denke ich. Exquisit. Hier ist es sozusagen nur einzukaufen, weil wir jetzt nichts Neues von Konstanta mitgebracht haben. Oder die Vorräte sind erschöpft und man könnte dann trotzdem noch was verkaufen. Zweihundert.
Ja, ein bisschen was ging, ne? 100. Der Fisch geht so weit. Den können wir noch zukaufen. Da könnte man auch zukaufen. Ja, gucken wir mal gerade. Aber der Preis steigt wahrscheinlich sofort. Ne, doch nicht. $250. 40, da können wir noch zukaufen. Passt. Honig ein bisschen. Passt. 970.000. Ich glaube, wir fahren jetzt noch schnell runter, dann haben wir die Millionen zusammen und dann probieren wir es da unten nochmal, ne? So, haben wir, können wir aber hier erhalten. Da gibt's hier auch für 80 Fisch, für 100 verkaufen. Nicht viel geschmacht. Das ist sogar noch billiger hier. 362. Ja, verkaufen wir einen, ne? So, das kaufen wir zu. Hier die Felle. Und dann ist der Wagen voll. Ja. Runter nach Bursa. Jura in der Stadt, Rohstoffe fehlen. So, 152, wir haben es für 110 gekauft. Machen wir mal so. Den Honig müssten wir vollkommen verkaufen können. Passt. Der Fisch ist nicht so ganz so wertvoll. 52. Das ging auch nix. Hier war es 418. Da geht richtig was. Können wir alle verkaufen. So, dann ist zu überlegen, was wir einkaufen. 600 ist schon ziemlich teuer. Ja. Das Einzige, was wäre, wäre hier 514, 40 Hemden. So, und dann sehr wohl nach Izmir. Und da hoffen wir, dass wir dann da alles passend umsetzen können, ne? $192 ist da oben Dingens. Für 60 den Fisch loswerden. Ja, steigt aber an, das ist... Ne, das bringt ja schon mal gar nichts. Die vier Hemden gehen hier weg. Wir müssen schon, wenn alles verkaufen hier, um die 95 zu kriegen, oder? Ne, da kriegen wir gar nicht die 95 hier. Nichts gebracht, aber wir haben 1 Million. Das heißt, wir müssen die 95 jetzt kriegen. Wir nehmen Felle mit. 110. Und was haben wir denn noch? Metalle für 80. Der Fisch ist da, ne? Brauchen wir aber nicht. Das Getreide nehmen wir dann noch mit für 37. So, 92 ist geblieben, aber wir müssen es wieder steigern noch. Hm, das wird schwer. Ja, die paar Felle weg. Das machen wir mal so. Hier haben wir noch was. Passt schon.
und Prunk. Kann sie hier für 3050 kaufen, ne? Bringt's aber nicht. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.